Hallo, hier ist Martin von Money Monkey. Ist das die DAX-Analyse für den Dienstag, den 17.01.2023? Und unser DAX ist erstmal auf dem Sprungbrett stehen geblieben, war US-Feiertag. Da ging zum Montag richtig gar nichts. Wir haben aber einen relativ schwachen Start gehabt. Dann das Gap ausgekontert und uns dann aber wieder eingedreht. Jetzt haben wir hier so eine kleine Verkeilung drin stehen. Die ist an sich mit der letzten Stundenkerze sogar schon in der Auflösung, was es ihm unten raus ein bisschen leichter machen wird. Aber im Grunde bleibt die Einschätzung von gestern komplett so bestehen, wie wir sie hatten. Das heißt, wir brauchen unten halt auch ein Go einfach. Der muss zeigen, dass er raus will. Dafür wird es schon ein Unterschreiten von 15,85 ein erstes Warnsignal bieten. Am Dienstag ein Unterschreiten von 15,50 würde dann aber die Absicht bestätigen und Weg frei machen, nochmal hier die 14,59, 14,49 auszutesten. Sollte der dann dorthin gehen, würde er dann hier, ihr seht das, das untere Band quasi nach unten aufdrehen, umdrehen und das könnte dann durchaus eine kleine Trendwende einleiten, aber muss eben auch erst rauskommen. Sollte er oben rausgehen, muss man beim nächsten Hoch ein bisschen genauer hingucken, nicht, dass er wirklich in der Verkeilung hier bleibt. Die Verkeilung wäre dann so im Bereich um 1,80 rum anzusetzen. Sollte also bloß 1,80 machen, von dort dann unter 15,85 fallen, dann würde auch eine Verkeilung nach unten auflösen Richtung 14,49. Alles, was über 15,85 hat man gesagt, nein, 15,85 geht, 15,200 geht. Geht dann für mich aber in die 2,70, 2,80 rein. Die wird dann nochmal interessant. Erinnert euch an gestern, haben wir dort alles ausgiebig besprochen. Muss aber auch eine Reaktion kommen. Sonst sind 3,50 und 4,20 die nächsten Stationen. Ja, ansonsten, es bleibt wie gesagt alles unverändert. Wir haben quasi gleiche Ausgangslage wie am Vortag. Ne, es fehlt noch immer das Startsignal, aber wir haben erste Schwäche drin gesehen. Zwar ohne Amerikaner, aber trotzdem ist eine rote Tageskerze geworden. Und von daher dürfte man unterhalb der Tageskerze durchaus etwas offener für Shorts werden. Ja, mehr braucht man eigentlich gar nicht sagen. Ich habe übrigens den Fall dann doch weggerückt. Das ist mir einfach, ich habe es gestern so gesagt, aber das ist mir einfach hier als blöde Stelle, habe den Fall blöd gelegt am Anfang. Das ist für mich keine schöne Stelle, um zu sagen, hier kann man prozyklisch jetzt Long reinsetzen. Das geht, würde eh in die Hose gehen. Von daher habe ich ihn jetzt doch dann weggeschoben, habe ich direkt gestern, nachdem ich das Video beendet habe, dann doch noch hochgeschoben, sodass auch in der geschriebenen Analyse mit drin war. Ich weiß, für euch nicht richtig, aber ich glaube, es wird zum Montag eh keiner reagiert haben. Und wenn, kommt man da aus der Geschichte auch nochmal so raus. Ja, so, von daher, machen wir hier zu. Ich habe die Jahresanalyse auch schon fertig. Werde die aber jetzt, also habe ich jetzt davor gemacht, deswegen kommt die Analyse heute hier ein bisschen später. Ich glaube, das mache ich aber morgen in Ruhe, schicke ich irgendwie morgen Abend, frühen Abend, Nachmittag schicke ich das dann raus. Und jo, dann. Bleibt mir nur zu sagen, viel Erfolg am Dienstag, gutes Gelingen und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, tschüss.